Aber da wir jetzt keinen aerodynamischen Schutz durch die Außendinger haben, die sie eh schon ihre eigene Aerodynamik haben, müssen wir jetzt unser Fanskram da drin platzieren. Das ist ein Go-Container. Barometer. Ah ne, das ist ein. Komm, was ist eigentlich der Unterschied? 7 Mits pro Sekunde, 2 Mits Paketgröße, 1,2 Mits pro Sekunde. 12 pro Kaket, 12 pro Kaket, ist egal, das andere ist eigentlich besser. Ja. Ja, aber wir haben jetzt momentan keins drin. Also sollten wir eins einbauen, auf jeden Fall, dass wir es brauchen. Also kann man, wenn das ausfährt. Ja, warte. Es geht auch. Macht kein Problem, wenn man es ausfährt, aber wir können ja auf Nummer sicher gehen. Da rauspiekt, wenn es ausfährt. Tada! Dann noch da reinklatschen, dann sind wir im grünen Bereich. Das Schwierigste wird mit den niedlichen Landebeinchen stabile Landung hinzukriegen. Das Triebwerk zu verlieren. Wir machen mal die Federung aus. Dann federn die nicht ein, wenn sie beim Aufsetzen und dann ist nämlich das Triebwerk besser geschützt. Aber dann heißt der Lander hüpft denn. Der prallt vielleicht an der Motoroberfläche ab, ja. Ey, du brauchst ja einfach hoffen, nur vorsichtig landen, wie bei der Hilfe, was du Bruno gezeigt hast, die man auf dem Triebwerk ganz schluffig landen Ach so, kann. Ja, wo ich den Lander auf dem Triebwerk auf Minmus abgelegt gesetzt genau. Hat. Ja. Das war das freie Spiel, was man am Anfang sehen konnte, wo ich mal kurz rumgespielt hatte. Da habe ich eine riesenblitzige Rakete gemacht, von der 80% in der Atmosphäre von Kerbin explodiert ist und nicht richtig gezündet hat. Und mit dem Überrest bin ich bis zum Minmus geflogen und auf dem Triebwerk gelandet. Es geht. Und Jebediah hast du da vergessen. Er ist vergessen, der ist rausgesprungen. Ja. Okay, die Stufe ist fertig. Aber ist ja nicht unser Jebediah. Von der gehe ich jetzt aus, dass sie funktioniert. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die restliche Trägerladung groß genug ist, um das Ding ins All zu befördern. Sonst haben wir ein Problem. Weil das eigentlich eine Orbiterträgerstufe ist. Ich hoffe auch, die Gesamtrakete ist nicht schwer. Ist nicht gut. Triebwerke, die hintereinander sind, sollten niemals gleichzeitig zünden. Ach, siehst du, ich muss dir das Video zeigen nachher. Ja. Yeah. Von der perfekten Rakete. Vielleicht hängen wir noch ein paar größere Booster außen ran. Wir sind aber nur am Anfang, um mit Gewichtsschubverhältnis ein bisschen zu verbessern. Keine Leiter, nicht benutze. Wir haben RCS-Treibstoff, nicht benutzt worden, den können wir ablassen. Gewicht reduzieren. Gute Idee. Keine Leiter. Wir haben keine Leitern. Glaube ich zumindest. Ich hätte nichts wüsste. Die haben sie doch erst bei der Exploring Forschung. Stimmt, das ist eine. Das habe ich vor 3 Minuten im Forschungsraum angeguckt, ja. Vor einer Folge ungefähr. Wenn ich so auf die Uhr gucke. 3 Minuten? Ja. Okay. Jetzt, da wir eine Folge lang rumgeeiert haben, wir haben jetzt eine Fähre, die eventuell auf Minmus landen kann.
Ich hoffe, es sitzt keiner drin. Jeb sitzt drin, an dem wollen wir nicht drin haben. Wir wollen einen, nicht Engineer, wir wollen einen Scientist, einen Denry. Irgendwann müsste Bob auch wiederkommen. Ich glaube, irgendwie in einem Jahr oder so müssen die rumgammeln, bevor die zu Zombies werden und wiederkommen. Irgendwas war da. Okay. Na, dann hoffen wir mal, dass Denry nicht den gleichen Fehler macht wie Bob. In der Erdatmosphäre. Du meinst abspringen in ungünstigen Situationen? Ja, das. In der Atmosphäre versuchen, den Science Junior zurückzusetzen. Ja, haben wir eigentlich Stability Enhancer? Ja, haben wir. Dann machen wir das einmal. Der von. Er will unbedingt Vierer haben. Halt Vierer ran. Das Port noch nach unten, damit die Rakete nicht zu hoch wird. Wunderbar. Dann werden die zusammen mit dem Triebwerk abgeworfen. Dann haben wir hier die Kappler von der Stufe. Dings, Dings. Dunks, Dunks. Bam. Wunderbar. Check your staging halt, ne? So, und wenn wir jetzt noch ein bisschen Bonuskohle einsammeln wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Booster überleben, wenn wir sie abwerfen. Macht man immer einfach einen Fallschirm ranklebt und sagt, dass der beim Abwerfen gezündet werden soll. Die Stages nämlich bergen. Bei der oberen wird es nicht passieren, weil die wird in der Atmosphäre verglühen, ja. Wahrscheinlich. Das ist dann egal. Aber unten haben wir dann ein bisschen Geld gespart. Okay, Besatzung stimmt. Speichern und ab damit. Ohne offiziellen Forschungsauftrag gucken wir uns mal den Minzeisplaneten an. Du musst das. Ich stehe ja auf Sommer, aber Schwitzwasser am Kaltgetränk ist bäh. Ganzen Tisch voll gesaut hier. Und da hinten sitzt mein Mauspad voll, kann das sein? Nee, wird nur nass. Genau. Die Definition von Vollsäffen ist, Flüssigkeiten auf irgendwas verteilen. Wenn ich jetzt das kalte Getränk auf deinem Mauspad verteilen würde, das würde ich als Einsäffen definieren. Das ist dann noch schlimmer, ja. Das grenzt ja fast schon an Alkoholmissbrauch. Wer trinkt denn hier Alkohol? Keiner. Eben. Okay. Den aktuellen Stage-Treibstoff mit anzeigen lassen und dann Schub nicht auf 100%. Das machen die Booster am Anfang. Wie machst du denn das mit dem Schub? Mit Steuerung und Shift kann man hier rumeiern. Man kann doch mit X ganz ausmachen oder mit Z ganz an. Was normalerweise ist, weil Tasten, die nebeneinander liegen auf einer englischen Tastatur, aber wir sind ja in Deutschland, also ist es behindert. Gut. Nochmals 30% Schub. Wie war denn das mit dem Einstellen des Triebwerks? Kannst du vielleicht auch nochmal... Mit dem Einstellen des Triebwerks? Des Maximalschubs. Des Maximalschubs. Das werden wir bei Landung machen. Ach so, okay. Das kommt noch. Das haben wir schon mal gemacht, aber bei Landung gucken wir uns das nochmal an. Und SAS an mit T. Und dann der Drehung entgegensteuern mit Q. Beziehungsweise E, je nachdem in welche Richtung es geht. Und irgendwie sind wir total... Wir könnten nochmal neu starten. Aus. Eiert ganz schön. Ja, wir haben den falschen Orbit. Ist aber egal. Da können wir trotzdem mit arbeiten. Nicht zu stark quer drehen, weil sonst die Luftwiderstand uns reinkommt. Wir müssen erst hier in die dünnere Atmosphärenschichten kommen. Ich muss gegensteuern, es gibt die oben, die will umkippen. Der Schub. Denvi findet nicht so gut. Nee.
Kann ich mir vorstellen. Die vertikale Geschwindigkeit ist nicht so berauschend und ja, der sehr, hat einen leicht nervösen Gesichtsausdruck. Die Angst steht ihm ins Gesicht geschrieben und in die Hose. Wir haben Probleme mit dem Masse-Schub-Verhältnis wahrscheinlich hier bei der großen Stufe, weil der obere Teil wesentlich schwerer geworden ist, als er gewöhnlich ist. Lass mal hier mal ganz sanft umkippen. Unser Apo ist. Wir sind auf dem blöden Orbit. Wir sind auf der Apo. Ja. Okay, wir machen Folgendes. Wir nehmen den Schub weg. Wir müssten jetzt eigentlich die Fallschirme gezündet haben. Eins. Zwei. Wir landen den Rest. Das war absolut ein Fehlschlag. Das war ein blöder Start, weil am Anfang SAS nicht an war. Und die erste Sekunde ohne SAS hat uns quasi den ganzen Mist gekostet. Eigentlich kannst du einfach Revert Flight machen, das geht schneller. Nicht während das Ding fliegt. Achso. Du kannst auch landen und alles bergen und dann ist der Verlust minimal. Aber das heißt, wir müssen mit dem ersten Initialschub müssen wir höher kommen. Wir müssen also die Booster eventuell etwas aufstocken. Habe ich doch vorhin gemeint. Ja. Die Schaden ein bisschen Science zu machen nebenbei. So, mit SAS gerade halten und dann mal gucken, ob wir landen können. Ich wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen sehr schnell, aber jetzt unter 10 Meter pro Sekunde müsste dann eigentlich alles im grünen Bereich sein. Wenn er nicht umkippt. Wenn er nicht umkippt, da hilft das SAS dagegen. Dazu haben wir das Gyroskop in der Kapsel. Ich glaube, der riecht leicht erleichtert aus, darüber, dass er zurück darf. Na, hat sie doch das Triebwerk zerlegt. Na gut, aber der Rest hat überlebt. Wunderbar. Die Frage ist. Passiert das auf dem Mond auch? Na, ein bisschen Science bekommen von der Temperaturmessung. Und 7000 für die geborgenen Teile. Kurz ins Tracking Center gucken, ob wir noch Trümmer bergen müssen. Minmus Explorer Trümmer bergen. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an und überarbeiten das Design nochmal etwas. Wahrscheinlich ist das Masse-Schub-Verhältnis nicht mehr ganz optimal. Ja, das ist am Anfang ein bisschen zu schwach. Und die Flügel brauchen mehr zum Gegenwirken. Wir nehmen die weg und nehmen stattdessen Booster. Die Delta-Winglets, die einstellbaren.
Weil damit durch SRS aktiv gegengesteuert werden kann, die der Kurs korrigiert werden kann. Dann. Ja, einmal so. Einmal so. Gut. Perfekt. Ja, wunderbar. Dynamik, viele Dinger oben drauf. Wieder Utility, Fallschirm rangetackert. Wo sind die jetzt gelandet? So, und dann die ganzen Dinger nochmal kopiert und da nochmal ran. Im Idealfall auf gleicher Höhe, hä? Ja. Genau genug. Aber da brauchen wir keine Stützen mehr. Das steht so. Wir machen vorsichtshalber hier noch ein bisschen Verstrebung rein, ne? Verstrebung. Müssen wir gucken, dass es hier richtig angepasst ist. So, das sind die Dinger. Das sind die, da wird. Das sind eigentlich die ersten, die Zollbooster abwerfen sollen. Da aber alle Zollbooster parallel laufen, müssen die Stages zusammengeschaltet werden. Die Abwerfaktion. Genauso wie sämtliche Zündvorgänge zusammengeschaltet werden müssen. Und das wird ein ganzer Arschvollschub werden. Ja. Okay, streben. Einmal hier. Hier. Dann einmal hier. Einmal hier. Zur Vollstabilisierung. Machen wir einmal da welche ran. Da müsste eigentlich alles im grünen Bereich sein. Naja. Das hat zu viel oder zu wenig. Irgendwie russisch aus, aber. Die Russen sind auch in den Weltraum gekommen. Eben. Ich glaube, die Dinger nicht ganz getroffen, aber. Außerdem oben haben alle sich wieder verbunden. Speichern. Logik, jo. Okay, Stage stimmt. Nicht explodieren, bitte. Mal das SRS hoch. Ja, es wurbelt jetzt schon gut. Schub weg. Schub. Auf geht's. Sieht gut aus. Ja, zumal wir jetzt die lenkbaren Flügel haben. Sorgen machst du mir nur, wenn wir zu schnell werden. Nee, die sind gleich alle. Wir sind doch erst halb leer. Wir sind schon über Schallgeschwindigkeit. Na,
das ist ja erst eiert ein bisschen gegen, aber es scheint jetzt zu funktionieren. Fangen wir einen leichten Orbitalturn an. Ja, das sieht sehr gut aus. Viel besser. Wir haben eine viel höhere Ausgangsgeschwindigkeit durch den Schub der Booster und sind jetzt in einer sehr dünnen Atmosphäre, wo wir gut lenken könnten, Orbitalturn machen können. Ohne viel Stress.